Oh, weiter geht's. Ich bin aus dem direkt reingelaufen. Jaul. Dieses Gejaul, endlich haben wir dich gefunden. Ein Glück. Ich sag dem Besitzer Bescheid, bleib du hier bei ihm. Mist, du störst, ich gehöre zu Team Plasma, bla bla bla. Hast du schon von uns gehört? Ja. Genau, wir sind vor 2 Jahren zerstreut worden, weil unser Team verloren hat. Danke. Psychub, okay. Das wurde getauscht. War das nicht sogar die TM-Rückzug? Also an. Das nenne ich gutes Timing. Oh, Terrybug, was ist denn da passiert? So. Bla bla bla. Die Story ist auch noch nebensächlich. Yep. Ab nach Hause. Das war schlecht. Gut. Das Traurige ist, jetzt wird man hier nicht mehr geheilt. Aber egal. So. Hier komme ich leider nicht hin in der Jahreszeit zu diesem Pokéball. So, der müsste mich jetzt mitnehmen. Yep. Ich sag mal, ich geh rein, oder? Das sind meine Pokémon. Sollte eigentlich zu reisen sein. Nehme ich mal noch mit, das Fluchtseil. Praktisch. Und hier hinten gibt's auch noch was zu sehen, ich zeig das mal kurz. Ah, ich mag diese Musik. Hier ist kein Item leider. Ah, genau. Ich denke mal, ich kann sagen, was es hier gibt. Hier gibt's mit einem Event kriegt man hier Caldeo normalerweise. Ich wüsste jetzt nicht mal, ob das auch randomized wäre. Könnte ich theoretisch mal ausprobieren. Wenn sich die Zeit dazu findet. Ja, okay. Hat er jetzt die ganze Zeit da vor der Tür gewartet? Oh, Laura, mit diesem Trainer sollen wir trainieren? Echt jetzt? Der sieht aber ziemlich stark aus. Ja. Das stimmt, dieser Trainer ist sehr stark. Was ich ein interessantes Detail finde, ist, dass sie nicht Trainerin sagen. Aber man kann auch aus Niederlagen viel lernen, bla bla bla. Ich zeige dir jetzt, wie cool mein Pokémon ist. Wir werden mal sehen, was das für ein cooles Pokémon ist. Das werden wir sehen. Normalerweise hat er ja Grillmark oder Sodamark oder eins von denen, je nachdem welchen Starter man genommen hat. Frigometri, der neuen. Okay. Ich mache den besten Mobile-Hieb. Was sehr effektiv ist. Und wenn das sehr effektiv ist, bedeutet das, ich kann Schemenkraft einsetzen. Weichei. Warte mal, das heilt ihn. Schade. Schade. Ah. Er fällt mir gerade auf. Holy fucking shit. Das war sehr effektiv. Das heißt, es muss Typ Wasser oder so sein. Also diese Attacke. Oder Typ Kampf. Ja, Typ Kampf wäre natürlich jetzt glücklicher Zufall auch nicht unbedingt die beste Wahl. Werden wir sehen. Fuck, es ist Typ Kampf. Ah, es war aber ein Volltreffer. Soll ich Wasserring machen? Wasserring, komm. Jetzt kommt er wieder mit Weichei. Das dürfte ihn wieder full healen. Ich weiß ja leider nicht, was er noch so für Attacken hat.
Schattenstoß oder Giftzahn, das ist. Das ist meine Frage, ist jetzt aus irgendeinem Grund Giftzahn ein, was man nur aus Versehen, aber. Wenn Typ undis sehr effektiv ist. So muss ich auch an die Sache rangehen. Wenn Typ undis sehr effektiv ist. Dann ist Typ Geist vielleicht auch sehr effektiv. Easy. Gut, das zieht nicht viel ab. Das zieht nicht viel ab. Weicheier wieder mal. Ich denke, ich werde. Soll ich nochmal mit? Es sollte reichen, Zeiten werden, oder? Perfekt. Rockheimer mit Zeitendärmen. Ah, muss man sich schon in Acht nehmen. Aha. Ja, ich bin mit der Verteidigung nicht ganz zufrieden. Ja, das war ein echt großartiger Kampf. Wir können beide stolz auf euch sein. Soweit am Text. Jawohl. Aber erlauben wir zunächst, ein Team aufzufrischen. Ja, das ist wichtig. Das ist sehr wichtig. Denn wenn das nicht passiert wäre, wäre ich wahrscheinlich jetzt tot. Nein, zwei Drohnen. Oder heißt das eigentlich zwei Drohnen? Keine Ahnung. Mogelhieb, wie immer. Mogelhieb ist meine Lieblingsattacke. Ich guck noch mal kurz, wie viel Schäbenkraft abzieht. Auf 75. Wenn es tatsächlich auf 75 abzieht, dann zieht es genauso viel ab. War mal Fokusschuss. Zuck. Ah, schade. Ja, machen wir jetzt nochmal Fokusstoß, komm. Es hat eine 100%ige Trefferchance. Also nicht direkt 100%ig, aber genau, ich 100. Und solange die gegeben ist, sollte das Risiko sehr gering sein. Level 11 direkt. Holy shit. Verteidigung plus 0. Super. Super. Ein wirklich erquickender Kampf. Naja. Die Wechselwirkungen, ja, die wurden mir sehr gut erklärt in diesem Spiel. Gibt es hier noch ein Item zu klauen? Wahrscheinlich nicht. Tschüss. Oh nein. Die Medaillen. Die habe ich tatsächlich gesammelt. Oder zumindest versucht, soweit ich es konnte. Ja, habe ich. Ich habe doch ja gesagt, warum erklärst du es mir? Erste Schritte. Tippmedaillen. Ja, ich finde das Feature sogar ganz okay. Ist halt eher so eine Spielerei, aber. Oh, der Arena-Leiter. Geht's jetzt zur ersten Arena? Tatsächlich. Trotzdem gehe ich erstmal heilen. So, ich spreche den Typen direkt mal an. Vielleicht hat er schon einige Medaillen für mich parat. Ah, vielen Dank. Ja, neue Medaille, perfekt. Fehlgriff, okay. Ja. Wenn das die einzige Medaille ist, die ich bekomme, dann. Dann weiß ich ja Bescheid. Milk. Oh ne. Nicht dieser Typ. Entschuldige bitte, ich habe vergessen, eine wichtige Sache zu erwähnen. Nimm das zunächst mal an dich. Eine Sinebeere, okay. Was ist das? Und das wurde nicht geändert. Oder zumindest ist es gleich geblieben.
Das kann natürlich auch sein. Ah ja, labern. Laber mich nicht voll. So, und jetzt? Wo ich auf der Route bin, werde ich mal Saugakt auf Platz 1 des Teams werfen. Weil ich hier, denke ich, ganz gut trainieren kann. Zumindest dafür, dass Saugakt von eigentlich fast jedem Pokémon One-Hit ist. Oh nein. Und jetzt ist es tot. Es zieht halt 5 KP ab. Das ist halt eigentlich... Weil wenn du drüber nachdenkst, so 10 Punkte auf Level 7, ist das normal? Es ist auf jeden Fall nicht gut, aber... Ich hätte gern mal eine neue Attacke für meinen... Oh, das gibt schöne Erfahrungspunkte. Ich hätte auf jeden Fall mal eine neue Attacke für meinen Saugakt. Rundumschutz, ja, damit kann ich leben. Ich glaube, das kann das sogar normal lernen. Rundumschutz. Ist das sowas wie Verteidigung? Also dieses Schutzschild? Oder habe ich hier immer keinen Plan? Gut, Hyperzahn. 2 KP. Na, so gut. Und nochmal Rundumschutz. Das ist tatsächlich sowas wie Schutzschild. So, wie viele Erfahrungspunkte gibt das? Ich hoffe mal 500. 74, okay, das ist weniger als ich erwartet habe. Verteidigung plus 0. Warum? Das ist schlecht. Aber naja. Zack, ich geh da mal heilen. Danke. Ich weiß nicht, ob mein Team jetzt für die Sherrod Arena geeignet ist. Im Sinne von Leveln. Kann sein, dass jetzt hier mit Level 14 Pokémon oder so kommt. Ja gut, ich will mal nicht so rumnoben. Danke. Gibt's irgendwas, was mir gibt's? Nein. Ja, ich glaube, die geben mir alle nichts. Kann ich natürlich falsch liegen, aber... Das ist es mir jetzt nicht wert. Die Zeit. Tafelwasser, das ist auch nicht verändert worden. Okay. Ja, Typenvorteil ist... Das bringt mir nicht viel. Yep, tschüss. Man kann auch hier irgendwie abkürzen, nicht? Also ich kann theoretisch so laufen. Oder nein, der wartet, glaube ich, bis ich die besiegt habe. Ja, doch, der wartet, bis ich die besiegt habe. Sherrod erkannte mein Potenzial. Dein nicht genutztes Potenzial erkannte er. Das bringt dir aber auch nicht viel. Schirox. Chirox gibt gut EP. wie immer, Urgelieb. Das zieht sehr wenig ab. Oh, nice. Sehr effektiv und Volltreffer. Plus 3 KP. Was gibt's noch? Initiative. Verteidigung 13, Spezialverteidigung 33. Raumschlag, willst du mich verarschen?
Ich habe Zeitenlärm, Raumschlag. Schwere raumgreifende Attacke, hohe Volltrefferquote. Oh. Soll ich Schemenkraft dafür aushauen? Der Power Punch ist eigentlich ziemlicher Quatsch. Ja, komm, tschüss, Power Punch. Ist eine dumme Attacke. Also zumindest jetzt hier diese Version davon. Dusselgur sieht erstmal lame aus, nicht? Ich probier's. Es war ein Fehler. Es war ein Fehler. Hundertprozentig. Level 9. Soll ich angreifen oder rauswechseln? Ich wechsle raus. Das ist mir wirklich zu riskant. Ich hatte ja einen Encounter besiegt, da kann ich jetzt nicht noch. Na toll, Aromakur, okay. Hätte ich auch drin bleiben können. Naja. Mach mal einen Schattenstoß. Nicht sehr effektiv. Aha. Aha. Bisch Giftzahn. Das sollte normal effektiv sein. Wenn es keinen Zweittypen hat, zumindest. Anscheinend hat es einen Zweittypen. Ich kann einfach mal in die Tabelle gucken. Zack. Aber an die Tabelle, ich habe jetzt die falsche Seite. Die ist dumm. Da sehe ich fast nichts. Genau. Oh, es ist besiegt. Nice. Danke. Ja. Ich gehe erstmal heilen und bin jeden Moment wieder hier. So, stellen wir den zweiten Trailer, genau, Trainer mache ich noch. Ich zeig dir jetzt mal, ich zeig dir jetzt mal, was Sharon mir beigebracht hat. Nichts. Nichts hat er dir beigebracht. Ass-Trainer. Milzer, okay. Bombehiebe ist normal effektiv. Ich probiere mal Raumschlag. Was ist das so für eine Attacke? Ganz solide. Ganz solide, würde ich sagen. Prokolos. Ja, das ist natürlich Quatsch. Ja, irgendwas mit den Typen erreichen zu wollen. Wäre das jetzt ein Gesteintyp, könnte ich natürlich Raumschlag machen, aber. Ich mache einfach mal Raumschlag. Ah, hab schon fast gedacht. Holy fucking shit. Oh Mann. Ist es gerade wirklich passiert? Was zum Fick ist das für eine Attacke? Oh nein. Oh fucking nein, Alter. Oh, Junge. Was ist das? Was zum Fick ist das? Ach komm. Ja, gib mir die 600 EP. Oh, Junge. Ja, komm. Wert Level 20 direkt. Plus 1 Verteidigung, plus 0 Spezialverteidigung. Super.
Aussetzer. Ja, ich krieg auch gleich einen Aussetzer. Wissen lernt man nicht durch auswendig lernen. Ja, wenigstens. Wenigstens etwas Sinnvolles. Lol. Gut, gehen wir mal ins Pokécenter. Oh mein Gott. Und werfen meine Pocket Monster in diese Box. Machen wir erstmal einen, machen wir ganz standardmäßig einen Himmel als Hintergrund. Und nenne es Himmel natürlich. Ach komm, schreiben wir es in, All Caps. Sie schreiben es in All Caps außer das E. Team-Pokémon. Tschüss, mein liebes Elektroball. Tschüss, mein liebes Rockheimann. Jetzt will ich erst doch mal nachschauen, was ich überhaupt für Fähigkeiten hier drauf habe. Schneemantel, okay. Okay. Und irgendeins davon hat doch ein Item getragen. Ach, das war Papinella. Mentalkraut. Aussetzer. Na gut, das bringt nicht wirklich was. Gut. Kurz vorm Ende des Parts passiert noch irgendein Scheiß. Muss an die Höchste kommen. Ey. Ich denke mal, ich werde Papinella auf Level 15 oder so machen. Muss ich jetzt natürlich trainieren gehen. Kann sein, dass es da drauf geht. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye.